Hey Leute und willkommen zu einem Update vom März. Mein März fing mit einem Codeline-Konzert an. Es war relativ spontan, wenn auch eigentlich früh geplant, die Tickets selbst aber relativ spät erst gekauft. Und ich höre selbst Codeline schon seit unglaublich langer Zeit, konnte aber ehrlicherweise nicht so viele Songs auswendig. Aber das war nicht allzu schlimm. Dann ging es für mich zum Friseur. Es ist meiner Meinung nach etwas kurz geworden, aber mittlerweile ist es ja auch wieder nachgewachsen. Aber ich brauche mal wieder irgendwie eine andere Art von Frisur. Ich habe auch dann was Neues ausprobiert, meinen Scheitel mal zu wechseln. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Dann ging es für mich nach Leipzig, um die Buchmesse zu besuchen und auch eine Schauspielschule, aber dazu kommen wir bald. Dort habe ich ganz viele von euch getroffen, was mich persönlich wieder unglaublich motiviert hat, viel mehr auf YouTube zu machen. Ich weiß, in der letzten Zeit war es alles ein bisschen unregelmäßiger, aber da ich ja auch bald mein Abitur habe, hoffe ich es ab dann immer pünktlich und noch viel besser zu erledigen, als ich es jetzt schon versuche. Und danke, dass ihr mich alle angesprochen habt. Wenn ihr mich generell mal irgendwo trifft, dann rennt ruhig auf mich zu. Ich bin da sehr offen und kulant und werde euch nicht anmeckern, auch wenn ich esse. Und die beiden habe ich auch getroffen. Nicht in Leipzig, aber dafür in Frankfurt. Dann hatte ich Ferien und habe mal versucht, meinen Vlog-Kanal wieder zu starten, was ungefähr so aussieht. Guten Morgen allerseits. Auch richtig was für Internet, Leute. Pflanzt dein Essen selbst an, ohne die Wohnung zu verlassen. Yay, forever alone. Seht her und lernt, denn ich lerne. Das ist mein Lernplan. Da bin ich. Und dann habe ich einen neuen Bettbezug, ein neues Kissen und eine neue Bettdecke. Ich mag meine neue Bettwäsche übrigens ziemlich sehr. Dann hatte ich ein sehr witziges Telefonat, und zwar wollte ich einen Termin absagen, hatte aber leider eine Nummer eingespeichert, die die falsche Nummer war, und habe ein sehr interessantes Telefonat geführt. Der Frühling war dann voll im Gange, was mich dazu bewegt hat, Blumen zu kaufen und mehr Zeit draußen zu verbringen, was ich mir eigentlich jeden Frühling vornehme. Bei IKEA habe ich dann aber eine Blume gekauft und einen neuen Blumentopf, obwohl ich gar keinen Platz habe für irgendeine Blume, weil hier alles schon voll steht. Nur leider war meine Narzisse so narzisstisch, dass sie verwelkt ist, weil ich mich nicht zu sehr um sie gekümmert habe. Genauso wie die guten Freunde hier. Mr. Plastikpflanze lebt aber noch. Dann habe ich ganz viele neue, alte Bücher bekommen und das ist jetzt nur ein Ausschnitt davon. Und ich freue mich sehr, sie zu haben. Relativ viele Gedichtbände, die sehr, sehr nostalgisch sind. Außerdem hat mich der März eines Fahrrads beschenkt. Ja, ich hatte vorher kein Fahrrad und jetzt fahre ich damit relativ viel rum. Zur Schule, einfach irgendwie und genieße es, die schöne Luft einzuatmen. Aber mir ist aufgefallen, ich komme nicht damit klar, dass meine Kopfhörer andauernd herausfallen, wenn ich versuche, Fahrrad zu fahren. Und mit dem Straßenverkehr muss ich mich auch noch etwas arrangieren. Zum Beispiel eine kleine Anekdote aus meinem Straßenverkehrsleben. Ich hatte ein Kissen verloren, was ich für die Schule mitgenommen hatte, aber ich habe es nicht gemerkt. Dann hat mich ein Auto deswegen ausgehupt und ich dachte, ich wäre zu langsam, obwohl ich mich eigentlich bemühe, immer relativ schnell zu fahren. Bin dann an die Seite gefahren, damit es mich überholen kann, aber es hat mich verfolgt, bis der Fahrer mir zugerufen hat, dass ich doch meine Tasche verloren hätte, obwohl es eigentlich ein Kissen war, und musste es dann in einer Kreuzung wieder aufsammeln. Klingt das nicht gut? Das war mein Monat März. Der Monat mit meinen letzten Ferien. Und das bedeutet, dass es bald auf das Ende der Schule zugeht. Ich wünsche euch einen guten April und wünsche uns allen eine schöne Zeit bis zum nächsten Video. Bis dahin, adios.